geht los. Hier vor der Villa. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute gehen da gerade in die Villa rein. Razzia im Morgengrauen. Auftakt zur größten deutschen Steueraffäre. Als es hell wird, muss sich Postchef Klaus Zumwinkel vor laufenden Kameras von der Bochumer Staatsanwältin Margret Lichtinghagen abführen lassen. Wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Staatsanwältin und ihr Team weisen mehreren hundert deutschen Millionären Steuerflucht nach Liechtenstein nach. Lichtinghagen holt aus diesen Verfahren bis heute 147 Millionen Euro hinterzogene Steuern zurück in die Staatskasse. Landgericht Bochum. Im Schwurgerichtssaal beginnt übermorgen der Prozess gegen Klaus Zumwinkel. Doch Staatsanwältin Lichtinghagen darf die Anklage nicht mehr vertreten. Sie musste nach einem behördeninternen Streit die Staatsanwaltschaft verlassen. Und so bleiben seit Monaten zahlreiche Verfahren liegen. Rechtsanwalt Jan-Olaf Leisner vertritt mehrere der Steuersünder, die ihre Millionen in Liechtenstein versteckt haben. Er hatte mit Lichtinghagen bereits über das Strafmaß verhandelt. Doch seit 4 Monaten herrscht Funkstille. Zurzeit ist man mehr in einer Art Hängepartie in diesen Bankenverfahren, in den Liechtenstein-Verfahren, weil aus Bochum zurzeit relativ wenig an Signalen überhaupt zurückkommt. Die Verfahren befinden sich in einer Art Dornröschenschlaf. Und woran liegt das? Das liegt ganz offenkundig daran, dass Frau Lichtinghagen als Staatsanwältin jetzt aus diesen Verfahren abgezogen wurde und die bisherigen Staatsanwälte und die Behördenleitungen versuchen müssen, sich in diese Verfahren einzuarbeiten. In Liechtenstein, dem Geldversteck der Reichen, können Sie sich freuen. Stillstand bei den deutschen Ermittlern. Und die angekündigten schärferen Gesetze gegen den Steuerbetrug gibt es bis heute nicht, beklagen Experten. Wirklich geschehen, wirklich in Gesetzeskraft umgesetzt, wurde weder auf nationaler noch auf EU-Ebene irgendetwas, das diese Steueroasen austrocknet oder auch nur ihr Treiben einschränkt. Es ist letztlich rechtlich verbindlich seitdem nichts geschehen. Dabei hatte alles so gut angefangen. Nur eine Woche nach der Zumwinkel-Razzia trifft Kanzlerin Merkel den Regierungschef von Liechtenstein. Sie fordert, das Fürstentum möge Schwarzgelder nicht länger verstecken. Liechtenstein soll der Europäischen Union bei Steuerbetrug Rechtshilfe gewähren. Mit den USA hat das Fürstentum ein solches Abkommen seit Jahren. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass die schon geschlossenen Vereinbarungen mit den USA natürlich für uns als europäische Unionsmitgliedsländer auch so eine Art Referenz sind. Und wir sagen, was mit den Vereinigten Staaten von Amerika möglich ist, das sollte auch mit der Europäischen Union möglich sein. Das sollte es. Hasler verspricht zügige Verhandlungen über ein Steuerbetrugsabkommen. Wir nehmen sehr konstruktiv an diesen Gesprächen teil und wir sind interessiert daran, dass dieses Betrugsabkommen auch bald einmal abgeschlossen wird. Im Sommer 2008 soll es soweit sein. In Brüssel beenden die EU und Liechtenstein die Verhandlungen über das Steuerbetrugsabkommen. Jetzt muss nur noch unterschrieben werden, glauben die Europäer. Doch Liechtenstein trickst, meldet zwar, Liechtenstein verstärkt europäische Steuerkooperation. Aber das Fürstentum zögert bis heute die Unterschrift hinaus. Europa schaut zu. Offensichtlich hat dieser Zwergstaat eine wenig sichtbare, aber doch sehr mächtige Lobby. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Konzerne dort ihre schwarzen Kassen halten, um global zu bestechen, wenn Parteien dort ihre geheimen Stiftungen haben, wenn Individuen dort als Steuerflüchtige eine Aufnahme finden, dann ergibt das doch eine mächtige Lobby, die Regierungen zögern lässt, hier konsequent durchzugreifen. Amerika greift konsequent und schnell durch. Der US-Senat stellt in öffentlichen Anhörungen die Schwarzgeldkunden der fürstlichen Bank LGT an den Pranger, droht Liechtenstein mit Bankenschließungen. Das wirkt. Die USA haben eben klar die Bedingung gesetzt, wenn ihr für uns das Steuergeheimnis nicht aufhebt, dann werden eure Filialen in den USA geschlossen. Und dieser Druck hat offensichtlich sehr gut gewirkt. Einen solchen Druck könnten natürlich auch jede europäischen Staaten ausüben, aber sie tun es nicht.
Noch immer kein Steuerbetrugsabkommen mit Liechtenstein. Immerhin, jetzt wollen die Europäer gemeinsam Druck machen. Die OECD will die Steueroasen endlich austrocknen. Doch einige EU-Staaten boykottieren die Tagung. Es waren nicht hier Luxemburg, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Das wirft ein sehr selbstkritisches Licht auf uns Europäer. In der EU haben wir vor allem zwei Bremser. Das ist natürlich Österreich und Luxemburg, die ganz massiv von der Steuerhinterziehung in Ländern wie Deutschland profitieren. Aber auch die angeschlossenen Länder, Schweiz, Liechtenstein, haben überhaupt kein Interesse, zu Regelungen zu kommen. Während Liechtenstein Europa weiterhin halten kann, muss das Fürstentum gegenüber den USA nachgeben. Liechtenstein hebt das Steuergeheimnis für US-Bürger auf, garantiert volle Kooperation mit den US-Finanzbehörden. Das muss Regierungschef Hasler der stellvertretenden US-Botschafterin in Vaduz schriftlich geben. Vor Europa muss Liechtenstein keine Angst haben. Keine der angekündigten Verschärfungen des Steuerrechts wurde Gesetz. Liechtenstein bleibt für europäische Steuerbetrüger eine sichere Fluchtburg.